Hey Leute, hier ist Graf Darko, ich begrüße euch zurück zu Resident Evil 7. Jetzt muss ich erstmal wieder zurück in dieses alte Haus gehen und dieses lustige Loch untersuchen, was da entstanden ist, als ich mit der Ollen da gekämpft habe. Und dort läuft anscheinend ein sehr interessantes Virum, wo ich in dem letzten Part auch schon gesagt habe, dass es wahrscheinlich die Mutter selbst ist, die mutiert ist, wird zu irgendeinem Riesenkäfer, whatever Vieh. Schauen wir uns das an. Also, ich habe gar keinen Bock auf den Cheat, aber... Ja, was sollen wir machen, ja? Will ja weiterkommen. Will ja irgendwie weiterkommen. Ich finde das toll. Und ich bin... Vor allem, ich finde diesen stumpfen Kommentar so geil von ihm, so... das ist neu. Oh, naja, was sonst? Oh, das ist neu, aber ja, ich mach das mal, geh da mal hinterher, ne? Also, ich gehe mal hinterher. Hallo? Vor allem, wie ist plötzlich diese Höhle entstanden? Die war vorher noch nicht hier. Hat die scheiß Vieh das aufgetan? Ich mag keine Viechers. Ich mag keine Viechers. Überhaupt nicht. Okay. Das klang nicht so schön. Ich sehe gerade nichts. Ich sehe gerade nichts. Das gefällt mir nicht. Hä? The fuck, wo bin ich? Warte mal. Dort ist... Nee, warte mal. Dort ist ein... Seriously? Na? Tatsächlich. So. Tatsächlich, gut. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich im letzten Part das ein bisschen anders gemacht. Aber egal. Da ich das ja nicht weiß, ist starke flüssige Chemikalie. Das ist doch gut. Da kann ich nochmal so eine Granate herstellen, oder? Da kann ich mal so eine Granate herstellen. Das wäre doch schon mal nicht schlecht. Sogar zwei Stück? Wow. Ist ja nett von euch. Kommt dieses laute Geräusch vom Game? Oder von der PS4, bin mir gerade nicht sicher. Lädt die PS4 gerade extrem laut oder ist das Geräusch einfach vom Game? Ich bin mir nicht sicher. Okay, unsichtbare Wand, beziehungsweise Steine, die mir im Weg stehen. Was ist denn hier so schön jetzt drin? Hallöchen! Von der anderen Seite verschlossen. Na, sehr schön. Diese Geräusche immer. Es ist herrlich. Es ist ein Traum. Was ist das für ein komisches... Dieser Ort ist sehr, sehr komisch. Hä? Hä? Well, that's weird. Huh? Oh, ein Schatzfoto. Bei irgendeinem Klo? Oh Gott, ich habe hier etwas Nettes versteckt. Finde es, wenn du kannst. Das ist bei... Wo sind denn so viele Zigaretten, Kippen? Wo sind denn... Welcher Raum war denn dies? Ich habe keine Ahnung gerade. Schon viele Toiletten gesehen, aber das ist, sehr verwirrend. Sehr, sehr verwirrend. Hallo? Hallo? Gott, ich höre die ganze Zeit Geräusche und mache mir die ganze Zeit hier Sorgen und sowas. Also, wirklich. Wahrhaftig. Was? Sprengmittel? Wirklich? Eigentlich gar nicht wahr. Spaltmittel. Okay. Kann flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen, um sie diese nur wieder nutzbar zu machen? Okay. Ich dachte echt Sprengmittel. Ich kann ihn lesen. Ich kann schon wieder nicht lesen. Ich blöd, Mann. Also, Problem. Der Fernseher ist ein bisschen weit weg. Aber ist nicht so schlimm. Da brauche ich einen. Ich glaube, einen kleinen Dietrich oder sowas. Wahrscheinlich. Also, gerade nicht wichtig. Was da unten passiert, ey. Ich will's nicht wissen. Das ist gerade ein bisschen zu ruhig, der ganze Sheet hier. Der ganze Sheet ist hier gerade zu ruhig. Hier passiert was. Ich höre die ganze Geräusche, ich weiß nicht was, aber irgendwas stört mich hier ungemein. Vielleicht die Tatsache, dass ich nicht weiß, was das für Geräusche sind.
Pistolenmunition. Die Pistolenmunition ist voll, beziehungsweise die Pistole ist voll. Gott, hört auf, mir so viel Kram zu geben, sonst kann ich da wieder zurückgehen und wieder ein bisschen lagern. Obwohl, kann ich nicht die... Naja, das bringt nicht viel. Das bringt gerade nicht viel. Okay, egal. Was ist denn? Kann ich mich hier durchquetschen irgendwie? Nee, leider nicht. Okay. Nein, nein, ja. Wenn hier ein Käfer kommt, muss ich ihn natürlich verbrennen. Halt. Ich würde gerne wissen, ob ich da noch rein kann. Oder ob das dann irgendwie... Ist verschlossen. Juhu. Wie erwartet. Wie erwartet. Ist es natürlich verschlossen. Ist dies... Oh, cool. Das ist der Kram, womit ich Objekte besser sehen kann. Was ich jetzt auch benutzen werde... Ist oder so, oder? Ja. Ich kann es gerne wissen. Von der anderen Seite verschlossen. Überall verschlossen. Hier passiert doch 100% was. Hier sind doch nicht einfach nur keine Gegner, nur weil, keine Ahnung, die gerade gnädig zu mir sein wollen oder so. Na? Die muss ich noch abfackeln, hier die Spinnies. So. Gib her! Alles für Daku. Alles für... Alles für Daku! Nein, das ist nicht so ein Cheat. Warte mal. Ich muss tatsächlich mal zurücklatschen. Ich drehe am Teller hier, tue ich das. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Okay, cool. Was passiert, wenn ich hier ein Objekt ablege? Wenn ich ein Objekt ablege... Obwohl, ich kann's nicht richtig ablegen. Ich muss zurück. Okay, cool. Au! Habe ich nicht gesehen! Fuck! Habe ich gar nicht gesehen! Ah, lass mich los. Jetzt weiß ich wenigstens, warum es von der anderen Seite verschlossen war. Okay. Habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Bin ich ganz ehrlich. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet gerade. Wo war das nochmal? Ich bin zu blöd. Hier war das. Hä? Habe ich vergessen, von wo ich reingekommen bin? Wieso bist du so blöd, Daku? Ganz ehrlich, wieso? Wieso vergisst du das vor allem ständig? Okay, Dokeli. Machen wir es anders. Ich werde jetzt erstmal dieses Foto wegwerfen. Objekt werden weggeworfen, wir gehen unwiderruflich verloren. Okay, das will ich nicht machen. Dann machen wir es mal anders. Wir benutzen mal das Spaltmittel mit... Damit. Und dann kombiniere ich mal mit... Oder Spaltmittel ist jetzt weg, oder? Ja, ist es. Und dann kombiniere ich das mit dem... Wieder, dann ist das Spaltmittel weg, weil es mir gerade scheißegal ist. Und dann kann ich das kombinieren, um noch mal ein paar Granaten zu machen. Wupps dich, doink. Wieder ein Slot frei. Juhu. Wunderbärchen. Und jetzt gehe ich da hoch und krieg gleich auf die Fresse wahrscheinlich, oder? Oh Gott, was bin... Ben! Ich wusste, dass sie sich in irgendein Vieh verwandelt hat. Ich hab's so gewusst. Ich habe es sowas von gewusst. So. Wow. What the fuck? What the fuck ist mit dir passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Burn! Habe ich mich hingelegt? Warum habe ich mich hingelegt? Du brauchst Hilfe! Du brauchst ganz viel Hilfe! Amor Daku ist schon da, um dir zu helfen! Wow! Komm her! Komm her! Komm! Ich will jetzt meine Munition nicht für dich verschwenden! Komm! So, stirb! Keine Ahnung, warum sie gerade irgendwie so einen auf längere Arme macht und so einen Scheiß. Also, keine Ahnung. Es war aber klar, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Ich hätte sie nicht, ich hätte die Granaten nicht verschwenden dürfen. Bei dem ersten Fight mit der blöden Bitch. Oder ist sie schon? Brrrr!
Sie ist wie ein Käfer und kann aus irgendwelchen Gründen an der Wand kleben und fällt auch irgendwie runter wie ein Käfer. Ich mach mir Sorgen um die Frau. Ganz ehrlich, ganz... Ich mach mir Sorgen um ihre Stimme. Wie wär's mit der Schokolade? Gibt eine bessere Stimme. Ich soll da runter, ja? Well, that's safe. That sounds safe to me. Okay. Das ist ganz genau, dass der Jumpscare hier irgendwo kommt. Dieser blöden Bitch. Nein, hast du nicht. Ah, hat sie doch. Okay, gut. Nein, nein, das nicht. Wie wär's damit? Wie wär's mit der... Ah, Schrottflinte! Lass mich los, du hässliches Weib! Weib! Sie macht mir echt Sorgen gerade. Alter! Alter! Was gebärt die da aus dem Arsch? Ich will das nicht wissen, aber das ist so weird. Jetzt krieg ich, wie passt die da überhaupt durch? Kotzt die sich da jetzt gerade aus? Ist sie schwanger? Ach, keine Ahnung, ich will's nicht wissen. Ich vermute mal, dass sie irgendein Item hat oder sowas, sie droppt oder so, wenn sie fertig ist. Wahrscheinlich diese blöde Lampe, bin mir nicht sicher. Jedenfalls weiß ich nicht so genau, wie ich das schaffen soll, weil... Ich versuche es. Ich glaube, ich muss wieder hoch, bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich muss zu dem anderen Ort, wo das, Zeig du dich doch. Oh, hinter mir. Ja klar, verfehle ich das Ding. Ah, jetzt kommt die auch noch an. Ich glaub's nicht. Und ich habe meine Flammenwerfermunition nicht mehr. Fuck, warum bin ich runtergesprungen? Fakt ist, ich habe nicht gesehen, dass er da runterspringen kann. Ich brauche eine Strategie für die blöde Kuh. Oh Gott. Hör auf, dich so komisch zu bewegen. Das ist creepy und weird. Kann sie auf die Treppe nicht gehen? Ich habe das Gefühl, sie kann nicht auf die Treppe gehen. Oder bilde ich mir das gerade ein? Alter. Oh, scheiße, sie kann doch auf die Treppe. Ah, lass mich los. Diese widerliche, hässliche Tussi, Alter, ganz ehrlich, das ist so widerlich. Wow. 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 Ist sie noch da? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, wo sie hingekommen ist. Ey, aber sie regeneriert sich nicht, wenn sie, wieder zurückgeht, oder? Hab ich noch... ich habe natürlich nichts mehr zum Heilen, das ist super. Ich darf keine Moon verschwenden für die Scheißviecher. Unter keinen Umständen. Unter keinen Umständen darf ich die Moon verschwenden für die Scheiß-Drecksviecher. Ich werde das nicht schaffen, glaube ich. Nope. Jetzt habe ich ein Problem. Keine Moon mehr. Keine Moon mehr, keine... nur noch Messer, keine Heil-Items mehr. Was geht mit der Schlampe, Alter? Was geht mit der? Ich glaube nicht, dass... Da kommt immer wieder welche. Ich muss woanders hin. Ich muss mich woanders hin verstecken. Weil sonst schaffe ich das nicht. Ich schaff's wahrscheinlich eh nicht, aber... So ist die Chance noch viel geringer, dass ich es schaffe. Ist hier vielleicht irgendwo noch was ich klauen kann? So, hier ist noch was. So. Das ist gerade, glaube ich, ein klein wenig wichtiger. Ups.
So, gib mir das. Ne, warte mal. Doch, das hier. Tatsächlich. So. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Gut, dass ich hier noch geguckt habe. Da ist nochmal was. Wenn ich nochmal was davon herstellen kann, das ist sehr gut. Der Flammenwerfer ist nämlich aus irgendwelchen Gründen ziemlich gut. Aber wahrscheinlich nur bei den Viechern hier, weil es halt Insekten sind. Und das Einzige, was mir jetzt gerade noch fehlt, wäre ein Heil-Item. Hau ab! Ich glaube, sie ist in der Nähe, oder? Wie sowas hier. Wow. Wow, 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 was? Ich bin noch rausgewichen, du Kleine. Oh, komm, wechsel. Wechsel Waffe. Ja, jetzt ist wirklich was. Burn. Burn. Die ist tot. Oder? Sie löst dich auf, das heißt, sie ist tot, oder? Bleib doch einfach tot, okay. Ah, ich hab die Laterne. Herrgott. So, gut. Ah, und ein Kraut habe ich auch noch gefunden. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Gott, das gibt's nicht, oder? Das gibt's nicht. Tatsächlich, die habe ich schneller gekillt als den Jack. Die war leichter, fand ich jetzt. Ganz ehrlich. Ist das? Oh, Erste-Hilfe-Spray. Ist das ein großes oder ein normales? Stell die Gesundheit teilweise wieder her. Brauche ich jetzt gerade nicht. Mir geht's gerade noch relativ gut. Gelb ist noch im Rahmen. Oh. Meins? Gelb ist noch okay. Noch irgendwo ein Spray oder sowas. Ein Spray, also so ein Medizin, beziehungsweise ist ja gar kein Spray mehr. Spray war es mal früher. Heute ist es kein Spray mehr. Ja, bitte? Ich höre Geräusche und denke mir, ja, bitte, was ist los? Ne, so mit dem Flammenwerfer ging das gerade ganz gut, tatsächlich. Also, no shit. So, Pistolenmoon, das ist auch gut. Hab ich noch irgendwas vergessen? Kühlschrank? Nein. Nein, nein. Entriegelt, okay. Das war hier. Gut. Die Frage ist, wie komme ich jetzt wieder... Oh, von hier, würde ich sagen. Ja, von dort nicht, weil da ist es... Oder? Ach komm, lass mich doch. Okay! Die Magie des whatever hat das hier entriegelt und ich kann jetzt ganz chillig rausgehen. Sehe ich das so richtig? Ist das... Nehme das jetzt als Erklärung. Okay, cool. Ich nehme das jetzt mal als Erklärung, wenn es okay ist für euch. Also, ich habe kein Problem damit. Also, ich nehme das jetzt mal als Erklärung, so von wegen, ja, weil die blöde Kuh tot ist, sind auch die ganzen anderen Krams-Dingens, die sie gemacht hat, auch verschwunden. Oder auch gestorben, whatever. Kann man so nennen, glaube ich, oder? Kann man so nennen. Das war jetzt aber echt ein Fight. What a fight! Also, kein Scheiß. So, das ist mal rein. Der Granatenwerfer kommt mal kurz mit, damit ich den loaden kann. Na, loaden. So. Ich werde aber den Granatwerfer trotzdem wieder lagern, genauso wie die Moon davon. Das kommt wieder hier hin und das behalte ich auch und... Ja, Flammenwerfer und das andere behalte ich jetzt erstmal. Und dann sind wir auch zum Ende angekommen für diesen Part. Das war ziemlich hart, also es war nicht so hart wie der Jack. Also nicht so hart wie der Jack. Der Jack war wesentlich schlimmer. Die war noch ziemlich einfach, tatsächlich, kein Scheiß. Die waren auch ziemlich einfach. Und ja, das war der heutige Part von Resident Evil 7. Vielen Dank fürs Zusehen, ich bin Graf der Akku. Vergesst das Abonnieren nicht, falls ihr es nicht schon getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!